So, dann. Ja. Ich kenne euch, Sie nicht. Ich bin erstmal begeistert. Das ist nett. Wir danken für das Kompliment. Das Wort kam Renaissance. Renaissance-Tänzer von Torgau. Was ist Renaissance? Was sind Renaissance-Tänzer? Renaissance ist eine Zeitepoche. Und zwar unter Luther oder andersrum gesagt von 1492 mit der Entdeckung Amerika ging es los und dauerte ca. 200 Jahre. Und Luther war zu der Zeit, also 1520, ein sehr berühmter Mann, müsste von eigentlich vom Geschichtsunterricht, bekannt sein. Ich wohne bei Luther jetzt, in Wittenberg. Das ist noch besser. Ich bin eng engstens verbunden mit dem guten Mann. Auf alle Ebenen. Ja. So, und da nicht nur Wittenberg mit Luther verbandelt ist, sondern auch Torgau, gibt es in Torgau die Wiege der Renaissance. Denn damals war der oberste Profanherrscher sehr zugetan zu dem Luther und zur neuen Religion. Und deswegen wird auch in Torgau dieses sehr hoch gehalten, diese Renaissancezeit. Warum Tänze? Was hat Tanzen mit Renaissance zu tun? Nicht nur irgendwie das Leben aus Arbeit besteht, sondern auch aus Spaß. Deswegen gab es und gibt es jetzt auch noch Tänze, um dass man sich vergnügen kann, um dass man auf andere Gedanken kommt, die durchaus positiv sind. Das heißt, beim Tanzen kommen neue Geschäftsideen. Danach, wenn man sich entspannt. Wenn man sich entspannt, beziehungsweise man sollte nicht nur an die Geschäfte denken beim Tanzen. Es kommen neue Verbindungen, auch zwischenmenschlich. Es kommen, wie gesagt, Spaß und sonstige Geschichten, die man durchaus positiv sehen kann. Denn Arbeit ist das halbe Leben und Spaß die andere Hälfte. Schön. Ja, so wie der Herr schon sagte, in der Renaissance wurden die Feste auch gefeiert und ich wollte noch vielleicht ein Wort zur Mode der damaligen Zeit sagen. Wenn Sie uns hier sehen, dann sind wir in Samt und in Seide gekleidet. Das heißt, der Stand des Adels durfte Samt und Pelze und Brokat tragen, wogegen das Bürgertum nur Baumwollstoffe tragen durfte. Und auch die Farben waren vorgeschrieben. Wenn eine höhere Dame bei Schloss in einem blauen Kleid beispielsweise erschien, durften die Untertanen kein blaues Kleid anziehen. Das heißt, alle Farben waren erlaubt, aber kein Blau. Und die Kleider, die waren damals, die Samtstoffe, so teuer, dass es eine Geschichte gab von Torgau, dass ein blaues Samtkleid, was eine Dame sich damals kaufen wollte, so teuer war, dass sie ein Dorf verkaufen musste, nur um dieses Kleid sich leisten zu können. Und dann, wenn Sie vielleicht jetzt sehen, dass hier die Sachen mit Perlen besetzt sind, das hat auch seine Bewandtnis, denn die Perlen, die dienten dazu, das Böse abzuhalten. Man hatte den Glauben, Perlen schützen vor dem Bösen. Schön, das heißt, dass das Tanzen einfach auch zur Kultur gehört. Tanzen gehörte zur Kultur, ja. Und das hat beeinflusst einfach auch das, was geschehen ist. Ja. Und auch mit dem Tanzen wollte man auch zeigen, was man für Reichtum hatte, ob man wohlhabend war oder arm und ob man sich mit einem anderen des Standes verbinden konnte. Ja, Dankeschön. Das Tanzen wurde schon in frühester Kindheit gelehrt. Das heißt also, ab 4 Jahre wurden die Kinder mit dem Tanz vertraut gemacht. Und ab 6 Jahre mit den Waffen, die Jungs.
Das heißt, man könnte sich das so vorstellen, hier im Gemeinderat, alle Bürgermeister und alle fangen ein Tanzen an. Weniger. Damals schon. Damals gab es diesen Gemeinderat weniger. Denn, haben alle damals getanzt? Es haben alle getanzt. Und jetzt könnte man das wieder einführen? Das könnte man wieder einführen, auf dass man sich nicht die Köpfe so zu sehr zerschlagen sollte. Anstatt? Ja. Erst tanzen und dann reden. Genauso. Dankeschön. Dann? Bitteschön. Zum Wohl.